ihr Lieben, hier ist wieder die Marion von Marions Bastelstübchen. Wir sind auch diese Woche wieder in der Werkstatt unterwegs und ich freue mich, dass ihr auch wieder mit dabei seid. In Woche 1 hatten wir diese Pop-Up-Werkstatt, eine Grußkarte, die ihr zusammenklappen und in einem Briefumschlag verschicken könnt. In der zweiten Woche haben wir zusammen diesen kleinen süßen Werkzeugkasten gefertigt. Und heute habe ich für euch eine Glückwunschkarte zum Führerschein, zum neuen Auto, zum neuen Motorrad, wie auch immer. Und man kann auch einen Geldschein oder wahlweise eine Gutscheinkarte hineinpacken. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Alle Materialien, die ich dazu verwende, könnt ihr auch bei mir im Materialpaket in der Werkstatt erstehen. Und in diesem Paket sind auch die Farbkartons und die Designerpapiere drin, die ich jetzt verwenden werde. Ihr braucht einen Farbkartonstreifen, der ist jetzt einmal die komplette Länge von einem DIN A4 Blatt und die Breite sind 10,5 cm. Den bearbeite ich jetzt mit meinem Papierschneider. Dazu falze ich von beiden Seiten bei 10,5 cm. Und dann falze ich nochmal die Mitte, das ist bei einem DIN A4 Blatt ja 14,8 cm. Und jetzt knicke ich das nach, und zwar knicke ich die beiden seitlichen Flügel in die eine Richtung und den Mittelknick, den knicke ich in die andere Richtung. Habe also hier so eine Art Ziehharmonika. Mit meinem Falzbein falze ich das alles nochmal nach, damit die Knicke schön scharf werden. Und jetzt stanze ich mir hier in der Mitte einen Schlitz für meinen Geldschein ein. Da nehme ich die Stanze Klassisches Etikett, lote mir so ungefähr die Mitte aus und stanze nur so einen kleinen Streifen hier oben ab. Dadurch ist so ein kleiner Eingriff entstanden, wo wir einen Geldschein hineinschieben können. Hinten müssen wir natürlich zukleben, sonst fällt der Geldschein wieder raus. Dazu empfehle ich euch das dünne, doppelseitige rote Klebeband. Davon lege ich euch ja auch eine Rolle mit ins Materialpaket. Und dann kleben wir diese Kante hier zusammen. Und da kann dann der Geldschein zum Verschenken hineingegeben werden. Innen drin habt ihr genug Platz, um noch eure Größe einzutragen. Und wenn ihr stattdessen statt des Geldscheins eine Gutscheinkarte verschenken möchtet, dann nehmt einfach die Stanze und erweitert euch diesen Schlitz. Macht also hier noch ein Stückchen dran, auf der anderen Seite noch ein Stückchen dran, so breit, wie ihr es braucht, damit ihr eure Gutscheinkarte hier hineinschieben könnt. Ich lasse es jetzt mal auf Geldscheinmaß und fange an, jetzt hier vorne meine Front noch ein bisschen zu verzieren. Dafür habe ich mir ein Designerpapier aus der Kollektion in der Werkstatt von Stampin' Up! Ausgesucht. Ich hätte gerne das hier mit den Lenkrädern. Ich möchte gerne ein Geldgeschenk für einen Führerschein-Neuling kreieren und da passt es doch ganz gut. Ich schneide mir das noch auf Maß, lege das hier im Papierschneider an bei 9,5 cm. Zur Erinnerung, die Grundfläche von unserer Karte ist ja 10,5 x 10,5. Deswegen schneide ich jetzt hier die Kachel für das Designerpapier auf 9,5 x 9,5. Ihr wisst ja, das Designerpapier, das hat ja immer zwei Seiten. Wenn ich das umdrehe, dann hat diese Kollektion in der Werkstatt immer eine einfarbige Rückseite, die so ein bisschen marmoriert ist. Hier in dem Fall dieses schöne Anthrazitgrau. Und da passt genau das Framelit hier mit diesen Zahnrädern drauf. Das stammt aus den Thinlitz-Formen Werkstattteile. Die gehören ja auch zu dieser Reihe in der Werkstatt. Und ich werde mir jetzt einfach aus dem übrig gebliebenen Teil, das ich hier abgeschnitten habe, einmal diese Kollektion mit den Zahnrädern hier ausstanzen. So, hier sind sie. Die nehme ich dann also auch noch zur Hintergrundgestaltung.
und klebe jetzt erstmal meine Kachel auf. Das mache ich mit dem Mehrzweckflüssigkleber. Gerade oder schief? Ich nehme es mal gerade. Und meine Zahnräder, die klebe ich jetzt hier ebenfalls drauf. Die sollen so ein bisschen vom Motiv oben und unten rausgucken. So, Hintergrundgestaltung schon fertig. Dann machen wir mal weiter mit dem Motiv. Ich möchte was zum Führerschein, deswegen habe ich mir hier die Autos ausgesucht. Das ist also auch aus dem Designerpapierpack. Da gibt es Designerpapier mit Autos und es gibt auch mit Motorrad. Man kann die wunderbar mit der Papierschere ausschneiden. Und eines davon passt sogar auf ein Framelit aus den Werkstattteilen. Und das werde ich jetzt gleich mal durch die Big Shot nudeln. Selbstverständlich könnt ihr euch auch ein Auto stempeln und mit den Framelits ausstanzen in eurer Lieblingswagenfarbe. Und Stempelset und Framelits gibt es natürlich wieder im praktischen Paket für günstiger bei Stampin' Up. Kennt ihr ja. Hier habe ich noch ein paar bunte Streifen. Alles in den Farben vom Designerpapier gehalten. Also hier haben wir zum Beispiel das Glutrot. Dann haben wir das Kürbisgelb, das hier ist Meeresgrün. Damit habe ich schon mal ein Rähmchen für meinen Spruch ausgestanzt. Das ist auch natürlich ein Framelit aus den Werkstattteilen. Da werde ich jetzt dann gleich noch meinen Spruch hineinstempeln. Ja, dann haben wir eigentlich schon alle Farben, die wir so brauchen, beieinander. Und ich werde die Streifen dann, das sind einfach Reste aus meinem Bestand, deswegen haben die jetzt keine besondere Größe oder Länge, Breite. Einfach so, wie sie sind, nehmen, aufkleben, alles wird gut. Und dazu möchte ich noch von dem Metallic-Band ein Stückchen. Das sieht nämlich schon fast aus wie eine Straße, wenn ich das hier drunter klebe. Sieht auch ganz toll aus. Okay, fangen wir einfach mal irgendwo an. Ich klebe mal den ersten Streifen auf. Das mache ich mit der Menschennuss, damit es sich ein bisschen von der Unterkarte abhebt. So einfach irgendwie. Je weniger man nachdenkt, desto besser wird es eigentlich, habe ich gemerkt. Deswegen bemühe ich mich jetzt einfach, die hier zacki-zacki drauf zu klatschen. So, dann möchte ich meinen Streifen, hier mein Band möchte ich noch schön in Szene setzen. Dann nehme ich wieder mein dünnes Klebeband und ich denke, die Straße soll ungefähr hier so verlaufen, von oben nach unten. Dann klebe ich erstmal das dünne Klebeband auf und darauf kann man dann herrlich die Straße setzen, sprich das Band. Gibt noch mal so ein zusätzliches Funkeln. Von dem Band packe ich euch auch einen Meter mit ins Materialpaket. Da könnt ihr euch mit austoben. Und jetzt setze ich mein Auto hier oben drauf. Dazu nehme ich auch noch Dimensionals. 1 mal hier oben. Und die Reifen treffen dann hier drauf. Dann nehme ich hier unten noch ein kleines Kleckschen Kleber. Das reicht. Jetzt möchte ich hier meinen Spruch oben in die Ecke. Dazu hole ich mir nochmal das Stempelset raus. Hier haben wir ein paar hübsche Sprüche dabei. Du bist der Renner, finde ich, passt eigentlich ganz gut. Das stempel ich erstmal auf ein Stück flüsterweißen Farbkarton in Schwarz mit meiner Memento-Stempeltinte. Und dann werde ich auch den Spruch mit dem gleichen Framelit ausstanzen wie schon den Rahmen. Das ist nämlich so ein 2-in-1-Teil, also ihr könnt einmal das äußere
stanzen und ihr seht, es prägt auch gleich mit dabei. Ihr habt also hier an der Seite das auch schon mit geprägt. Und zum anderen kann man damit dann auch das Mittelteil ausstanzen, dass wir dann da wieder reinpuzzeln können. Hier ist jetzt also mein Mittelteil und das setze ich jetzt ins Rähmchen ein. Dann nehme ich wieder ein Stückchen von dem doppelseitigen roten Klebeband. Ich mache jetzt hier Intarsien-Einlegearbeiten. So, passt wie die Faust aufs Auge. Und auch das werde ich jetzt mit einem Dimensional hier auf meine Karte aufsetzen. Und zu guter Letzt gibt es noch ein Schlüsselchen aus den Accessoires hier. Da sind so kleine Schraubenzieher, so Schraubenschlüssel und ganz normale Zündschlüssel dabei. Und da werde ich jetzt hier noch einen auf die Karte setzen. Dazu nehme ich ein Stückchen Kordel, fädel das hier durch. Das könnt ihr ganz gut mit den Mini-Klebepunkten ankleben. Da kriegt der Knoten jetzt einfach einen verbraten. Hier mit dem Spatel vom Aufhebhelfer kann man das ganze Teil dann abheben. Und kann es auf die Karte setzen, da wo man es gerne haben möchte. Ich denke, hier hinten in dem hinteren Bereich macht es sich ganz gut. So, und die langen Fransen hier oben, die kürze ich noch ein bisschen ein. Und jetzt fehlt mir noch ein grüner Farbklecks, da werde ich doch noch mal in meinen Framelits ein kleines Zahnrad aussuchen und gehe nun mal in die Big Shot. Auch bei dem Zahnrad hier könnt ihr sehen, wie toll dieser Effekt ist, dass es nicht nur gestanzt, sondern auch gleichzeitig geprägt wird. Das macht es noch mal viel wertvoller und das werde ich jetzt hier aufsetzen. Jetzt also mein kleines Geldgeschenk für den Führerschein-Neuling. Packen wir noch den Geldschein rein und fertig zum Verschenken. Hier habt ihr nochmal die Version mit dem Motorrad. Und wer Interesse an meinem Materialpaket hat, der bekommt mehr Info auf meinem Blog oder im Anschluss an dieses Video. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, wenn wir weitermachen in der Reihe mit den wunderschönen Basteleien aus der Werkstatt. Bis dahin, ich wünsche euch was. Tschüss, eure Marion.